Fantasie. Hallo meine Lieben, heute mal ein ganz neues Format und zwar unheimliche Erlebnisse oder Begegnungen. Und dazu habe ich schon mal 4 Erlebnisse zugeschickt bekommen. Nummer 1. Ich bin kurz nach 3 Uhr morgens durch einen langgezogenen Ton wach geworden. Zunächst dachte ich, es war der Wecker meiner Eltern. Aber Fehlanzeige. Auch der manchmal summende große Kühlschrank machte das Geräusch nicht. Aber in der Stube stellte ich fest, dass eben dieser Laut vom Fernseher kam, auf dem das damals abends noch übliche Testbild lief. Sehr sonderbar. Ich erinnere mich, dass der Fernseher nicht eingesteckt war. Und noch heute wache ich sehr oft um 3 Uhr nachts auf. Gruselig, wenn man sich das vorstellt. Und das glaube ich auch gern, dass man dann immer noch wach wird und horcht, ist da dieses Geräusch. Ich glaube, ich könnte dann gar nicht mehr richtig schlafen. Jedes Geräusch würde mich an dieses Erlebnis erinnern. Das nächste Erlebnis ist mir von einer jungen Frau zugesandt worden. Und sie hat ihnen sogar einen Titel gegeben. Das Kinderzimmer. Als ich klein war, verbrachte ich eine Woche meiner Sommerferien bei meinen Großeltern, die in einem Wohnblock wohnten. Sie hatten ein Kinderzimmer, welches eigentlich meine Tante kriegen sollte, aber nach dem Umzug zog sie zu ihrem Freund, sodass das Zimmer für mich und meinen Bruder zum Rückzugsort wurde, wenn wir meine Großeltern besuchten. Jedenfalls ging ich eines Abends zu Bett, während Oma und Opa sich noch mit meiner Tante unterhielten, die zu Besuch war. Ich lag noch eine Weile wach, bis plötzlich der Radiowecker anging und ein Lied spielte. Dabei wurde keine Weckzeit eingegeben. Ich bekam einen großen Schreck und rief nach meiner Oma, die sofort kam und das Radio einfach ausschaltete, als würde es sehr oft passieren. Das war aber nicht der einzige Vorfall, denn auch schlief meine Mutter und Bruder in diesem Zimmer, wenn wir über Nacht dort blieben. Dabei ist das Zimmer selbst in der Sommerzeit sehr kalt, sodass meine Mutter schon von zu Hause Wollsocken mitnahm und im Bett trug. Einmal schliefen mein Bruder und ich schon, als meine Mutter noch wach war und sah, wie sich die Tür von ganz alleine öffnete und wieder schloss. Meine Oma hörte von einer Mitbewohnerin, dass in dem Kinderzimmer ein Kind an einer Krankheit verstarb. Als mein Opa verstarb, lebte Oma ganz alleine in der Wohnung und spürte eine andere Präsenz, die sehr böse zu sein schien. In der Badezimmertür befand sich ein Milchglas. Und als meine Oma auf der Toilette einmal saß, sah sie einen Schatten an der Tür draußen vorbeihuschen. Jahre später zog sie zu ihrer Tochter, sodass die Wohnung leer stand. Unheimlich, oh mein Gott. Oh, das will man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, für manches gibt es vielleicht eine Erklärung, aber warum schließt sich eine Tür alleine wieder? Ja, unheimlich, unheimlich. Es gibt schon unheimliche Dinge, wo man wirklich versucht, Erklärungen für zu finden. Und man redet sich ein, das hat plausible Erklärung, aber manchmal ist das vielleicht gar nicht so die plausibelste Erklärung. So, die nächste ist von einem jungen Mann. Als ich 8 Jahre alt war, blieb ich oft noch heimlich länger wach, um fernzusehen. Eines Nachts drehte ich mich, während ich einen Horrorfilm schaute, zum Fenster, an dem mein Bett lag. Plötzlich sah ich ein weißes, geisterhaftes Gesicht. Es hatte keine menschlichen Züge und sah mehr wie eine dämonische Fratze aus. Voller Panik schrie ich laut auf und zog mir reflexartig meine Bettdecke über den Kopf. In diesem Moment hatte ich den Eindruck, als wenn irgendetwas über meine Decke krabbeln würde. Es fühlte sich an wie Dutzende von Ratten, die über mich hinweghuschten. Nach ein paar Sekunden hörte das Gefühl wieder auf, zum Glück. Langsam traute ich mich wieder unter der Decke hervor und sah auf mein Bett und dann auf den Teppich. Nichts war zu sehen. Dann schaute ich zum Fenster. Auch das unheimliche Gesicht war verschwunden. Auf einmal kamen meine Eltern herein und fragten, warum ich geschrien hätte. Ich erzählte ihnen, was passiert war, aber sie glaubten mir nicht und hielten es für Einbildung. Bis heute weiß ich nicht, ob sie recht hatten. Vielleicht war es wirklich nur die lebhafte Fantasie eines Kindes. Vielleicht hatte ich aber auch nur das Gesicht eines Menschen gesehen, der durch das Fenster blickte.
aber da gibt es einen Haken. Wir wohnten damals im zweiten Stock. Uiuiui, hast du vielleicht eine übernatürliche Begegnung gehabt? Das ist gut möglich. Eine Freundin von mir hat sowas sehr oft gehabt. Und wenn sie mir davon erzählt hat, habe ich immer eine richtige Gänsehaut gekriegt. Also, ich kann das ja nachempfinden. Also ich glaubte auf jeden Fall, du hattest da eine übernatürliche Begegnung. Vielleicht war es doch etwas Bösartiges, was dich gesehen hat und dachte, du bist vielleicht leichte Beute. So, ein Hammer noch und das wird eine lange. Und dazu habe ich auch ein oder zwei Bilder zugesendet gekriegt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das werdet ihr ja sehen. Derjenige hat auch seiner Story einen Titel gegeben, Das Licht im Moor. Schon sehr interessant. Und er sagt, er muss ein bisschen weiter ausholen, weil es schon ziemlich lange her ist. Und er entschuldigt sich, wenn einige Details etwas hin und her springen. Die Geschichte spielt zum Jahreswechsel 1991-92. Aber er ist sich nicht sicher, vielleicht war es auch 92-93. Er war damals 11 oder 12 Jahre alt. Mitglied der Freischar. Das ist etwas, das man mit den Pfadfindern vergleichen kann. Nur ohne weniger Abzeichen verdienen, weniger Flaggenhissen und alles. Eigentlich nur ein Jugendlager. Nur nicht von der Kirche organisiert. Jeder konnte Mitglied werden. Eines der Fahrtenhäuser, welches wir nutzen konnten, war eine zu einem Jugendheim umgebaute ehemalige Schmiede. Die alte Schmiede war abseits der modernen Welt, in einem Moor- und Weidegebiet. Das gefiel ihm sehr. Es gab keinen Strom und kein fließend warmes Wasser, nur kaltes Wasser und gewaschen hat man sich im hausnahen Moorbach. Geheizt wurde damals mit selbstgestochenen, getrockneten Torf und ich vermisse heute noch diesen Duft und die angenehme Wärme. Das so viel hat er jetzt erstmal zur Erklärung des Ortes geschrieben. Kurz vor dem Jahreswechsel wollten die Fahrleiter ein Spiel mit uns machen. Die Regeln waren einfach. Wir zogen eine Dokumentenrolle aus einem Leinsack, bekamen eine Anweisung, wie wir durch das Moorweideland laufen sollten. Und dann sollten wir noch unter einigen Objekten eines auswählen. Ich weiß leider nicht mehr, was ich mir ausgesucht hatte. Die Anweisungen lauteten, ich erinnere mich genau, gehe zum großen Weg und nehme dann die erste Abzweigung rechts, folge dann dem Licht und so weiter. Auf dem Weg sollten wir einige durch unsere Fahrtenältesten dargestellten Moorweisheiten begegnen. Vielleicht sollten die Lichter sicherstellen, dass wir die Station erreichen. Sie haben halt nicht mit mir gerechnet. Wir zogen noch Nummern und ich war der Zweite, der starten sollte. Es war schon ziemlich dunkel und ich erinnere mich, eigentlich mich auf das Spiel gefreut zu haben. So ging ich halt als Zweiter los, 15 Minuten nach dem Ersten. Es war recht kalt und hatte auch tags zuvor geschneit. Das Moor war einsam und ruhig und recht bald kam ich zu der ersten Abzweigung, wo ein Weg nach rechts abging. Hier muss ich beschämt einräumen, dass ich zwar die erste Abzweigung nahm, aber diese Abzweigung war nicht gemeint, denn sie führte recht bald auf ein brachial liegendes, steif gefrorenes Feld und nach etwa 40 oder 50 Metern fand ich mich vor einer Wand aus Moorschilf. Es dämmerte mir, dass ich wohl den falschen Weg genommen habe, stand aber noch einige Zeit verdutzt vor dem Schilf und las im Mondlicht nochmal den Zettel. Ja, erste Abzweigung rechts. Ich wunderte mich doch bald arg, und während ich noch dastand, hörte ich vom Weg her einen der anderen Freischärler den Weg runterkommen, sich selbst Mut zu sprechen mit den Worten wie »Hallo Geister, seid ihr da?« Voll langweilig. »Ich habe keine Angst.« Die Stimme kam und ging und bald war ich wieder allein. Ich wunderte mich ein wenig und entschied mich, zum Weg zurückzugehen. Doch als ich mich nochmal umdrehte und zurück zum brachial liegenden Feld schaute, sah ich durch das Schilf durchscheinend ein weit entferntes Licht. Und ich erinnere mich, dass die Anweisung war, schaut nach dem Licht. Also war dies doch die richtige Abzweigung. Ich drehte mich um und ging also auf das Feld zurück. Verwundert, aber sicher, dieses Mal richtig zu liegen, lief ich wieder bis zum Schilf. Und irgendwann auf dem Weg verschwand das Licht. Erneut stand ich vor dem Schilf und fragte mich,
was denn nun los war. Meine Verwirrung steigerte sich nur noch, als ich wieder zurückging und kurz bevor ich den Weg sah, mich umdrehte und wieder das Licht sah. Erneut weit entfernt, aber an einer anderen Stelle. Ich weiß nicht, was mich damals angetrieben hat, aber ich ging tatsächlich nochmal zum Schiff zurück. Und natürlich war das Licht auf dem Weg wieder verschwunden. Nun wurde es mir langsam zu dumm. Ich stand vor dem Schiff und fühlte mich wie im falschen Film. Nun geschah etwas, das mich bis heute verstört. Ich hörte eilige Bewegungen, die sich durch das Schiff vor mir bewegten. Das Geräusch verschwand und ich stand wieder alleine vor dem hohen Schiff. Verwundert, verwirrt und auch mit einem Schauer im Nacken. Nahe am Weg zurück drehte ich mich erneut und sah nochmals das verdammte Licht. Dieses Mal fand sich das Licht an noch einer anderen Stelle und wo ich zuerst leicht verärgert war, war ich nun doch verängstigt und verunsichert. Zum Glück traf ich auf dem Weg die Nummer 4, die losgegangen war aus unserer Gruppe. Ich erzählte ihr, was passiert war und wir entschieden zusammen weiterzugehen. Bleibt zu erwähnen, dass wir jede einzelne Gestalt, die unsere Fahrtenleiter waren, begegneten. Der erste lehnte den Apfel ab, den sie ihm anbot. Der zweite knurrte uns nur an und der dritte fragte die Stimmung der unheimlichen Ortschaft erdolchend: Warum kommt ihr denn zu zweit? Dummerweise verlor ich auch noch das Dokument, das ich am Ziel erst lesen sollte. Aber da ja alle anderen ankamen, konnte anhand ihrer Dokumente die meine ermittelt werden. Ziemlich dumm von dir, mitten in der Nacht alleine durch das Moor zu laufen, sagten sie. Na vielen Dank. Was das Licht angeht, muss ich noch erwähnen, dass es unmöglich ist, dass ich das Licht eines Hauses durch das Schiff habe durchscheinen sehen, denn die nächsten Häuser waren damals weit weg. Und an sich war das Gelände dort hinter dem Schiff nur noch Moor. Warum ich nicht glaube, dass einer der Fahrtenleiter mitten in der Nacht Ende Dezember durch knietiefes, eiskaltes Wasser läuft, um mich da zu erschrecken. Und vor allem konnten die nicht wissen, dass wer da die falsche Abzweigung nimmt. Er hat mir noch eine Google-Karte zugeschickt, wo er den Weg rekonstruiert hat. Und das war die unheimliche Story. Also ich finde es schon ziemlich interessant und etwas gruselig. Und vielleicht hast du etwas wie eine Moorgestalt gesehen, weil es heißt ja, also habe ich es mal gehört, dass im Moor sehr viele übernatürliche Dinge vor sich gehen sollen. Vielleicht war da was und wollte dich ins Moor locken. Und das war schon das Ende unseres ersten Videos in diesem neuen Format. Und wenn ihr auch mal so ein Erlebnis hattet, was übernatürlich war oder einfach nur gruselig, egal was, ihr könnt es mir schicken. In der Videobeschreibung ist mein Instagram-Account, da könnt ihr mir gerne was zuschicken und ich bin gespannt. Und vielleicht kommt dann bald ein neues Video mit euren Erlebnissen. Bevor ich es vergesse. Ich habe ja gesehen, viele hören meinen Kanal, aber haben noch kein Abo dagelassen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen kleinen Klick auf den Abo-Knopf macht. Das wäre super. Ich würde mich freuen. Vielleicht haben wir nämlich schon bald die 100 zusammen. Und dann mache ich wieder ein Abo-Spezial, wo ich vielleicht noch eine Umfrage auf Instagram mache, was ihr euch denn wünschen würdet. Denn bei meinem 50-Spezial hatte ich ja eine besondere Creepypasta für euch extra konstruiert. Und wir hören uns bald wieder. Eure Green Mousy. Ciao!